Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß, ich bin ein komischer Kauz, der so viel über diesen Paulus spricht, dass man nicht mehr hören kann, aber ich denke, hört zu. Hört zu, weil wenn ihr zuhört, habt ihr die Chance der Errettung ergriffen. Wir haben einen Gott, den man bitten kann. Und wir leben in der Zeit der Gnade, bis der Augenblick kommt, dass Jesus uns vereinigt mit ihm. Paulus redet über Vereinigung mit ihm, was die Entrückung ist. Und es ist wichtig. Es ist wichtig, Paulus zu verstehen, seine Berufung, sein Amt und auch wirklich schaut in Offenbarung neue Israel. Da kommen die 12 Aposteln mit rein, die Grundsteine mit ihren Namen. Paulus ist nicht drin, weil er gehört nicht zu Israel in dem Sinn, sondern er gehört zum Leib Christi, aus der Nationen berufen. Er war schließlich römischer Staatsbürger, aber auch Jude. Es ist schon interessant, Gottes Wege sind unergründlich, unerforschlich. Und ohne seinen Geist werden wir nicht verstehen. Aber meine Lieben, wer seine Ideale, wer seine Vergangenheit, das, was er bis jetzt gelernt hat, nicht ablegen können und nicht in das Licht des Evangeliums Paulus sich prüfen kann, der geht ins Drangsal ein. Und heute, hier, jetzt, hast du noch Zeit, der Herr Jesus ist noch nicht gekommen. Prüfe dich, geh vor dem Herrn. In Glauben, weil durch den Glauben sind wir errettet, nicht durch Werke. Und auch wenn du Nacht drüber kommst, bist du errettet. Ich möchte jetzt nicht über das sprechen. Für mich ist wichtig, heute Morgen, heute Nacht habe ich über Matthäus 24 gesprochen. Und jetzt möchte ich da in der Kommentare das vorgekommen ist Lukas 21, möchte ich über Lukas 21 sprechen. Es ist wichtig, weil die beiden Teile sind über Endzeit. Endzeit, was bedeutet Endzeit und wann beginnt die Endzeit? Meine Lieben, Endzeit ist ein großes Faktor. Es ist die Endzeit und der Zeit der Ende, die letzte Stunde, das Ende der Zeit, Vollendung der Zeiten. Die Endzeit ist eine Spanne von 3000 Jahren, so gesagt, in dem die 1000 Jahre Friedensreich auch reinbringt, was in der Offenbarung uns offenbart ist. Und die Endzeit beginnt mit der Geburt Jesus. Ab dann wird der Messias versucht werden, getötet zu werden. Herodes hat versucht und dann die Juden selbst in voller Gang bis zu seiner Kreuzigung. Und dann erfüllt sich die 69. Jahrwoche Ende. Und Daniel spricht eigentlich dann, dass das Volk des kommenden Fürsten wird Israel vernichten. Und in Lukas 22 spricht Jesus über diese Art der Endzeit, was der Anfang der Ende ist. Da geht es wieder um den Tempel, weil der Tempel ist das A und O der Judentum. Ein Jude ohne Opfer ist kein Jude.
Und hier geht es wieder um den Tempel, aber in ganz anderer Form als in Matthäus 24, indem wir es gesehen haben, dass da wird gesagt, der Tempel wird zerstört, da kommt die große Verfolgung, Drangsal, da kommt der Antichrist und da ist der Tempel schon da, weil er geht in diesen Heiligtum rein, so wie es Daniel, und es bezieht sich auf Daniel. Aber hier in Lukas bezieht sich Jesus überhaupt nicht auf Daniel, er bezieht sich auf die Prophetin, aber nicht namentlich, die über die Verwerfung Israels schon in Voraus prophezeit haben. Und um das geht hier, Jesus Christus offenbart seinen Jüngern, dass Israel jetzt verworfen wird. Und es sagt hier, er fängt an, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gesehen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Und dann fragen die Jünger, wann kommt eigentlich dieses Augenblick? Und Jesus erklärt ihnen. Erklärt ihnen, und das passiert auch 70 Jahre nach Christus. Da kamen die Römer und haben Israel zum Boden zerstört. Und es gab kein Israel. Und so wie Gott schon durch den Propheten gesagt hat, wurde Israel verworfen. Aber hier geht Jesus genauso wie in Matthäus 24 mit zwei Dingen. Verwerfung Israel und Wiederberuflebung Israels. Entschuldigung. Da spricht eigentlich Jesus über die Erfüllung der Propheten Hosea. Und merkt bei Propheten Hosea, da habe ich in der letzten Video darüber gesprochen, das sagt in Hosea 6, am zweiten Tag belebt er Israel, also am zweiten Tag belebt er, aber erst am dritten Tag richtet ihn auf. Und das ist wichtig zu sehen. Was heißt, am zweiten Tag belebt er? Wir wissen, ein Tag, 1000 Jahre, also in den 2000 Jahren belebt er Israel. Und wir sehen, Israel ist belebt worden, so wie die Propheten gesagt haben. Also besser deutsch gesagt, wie Gott über seine Propheten gesprochen hat. Israel wird wieder belebt. Aber aufgerichtet wird erst am dritten Tag. Warum? Weil mit dem dritten Tag fängt an die 70. Jahrwoche. Und hier spricht Jesus eigentlich ganz deutlich über der Verwerfung und Wiederaufrichtung Israels und von der Zwischenzeit. Und die Zwischenzeit bespricht er ab dem Vers, 25. Ja, und in Vers 29 bis 36 über den Feigebaum. Darüber komme ich noch eigentlich schon noch zu sprechen. Vor diesen allen kommt erstmal die Verwerfung, Vernichtung Israels. Und da sagt Jesus schon wieder, dass es kommen falsche Christusse. Und ich weiß von meinem Bruder Roger Libby aus seinen ausführlichen
Predigt hin, dass es gibt in der Juden schon, Judentum schon über 50 falsche Christusse gewesen. Nachweisbar. Das war immer ein Problem der Juden. Und es wird auch das größte Fall geben, wenn das falsche Prophet sich als Jesus, als Messias ausgibt. Und da sagt Jesus auch, denn es werden viele in meinen Namen kommen, an meiner Stelle, in meinen Namen. Nicht ich werde, aber jemand in meinen Namen, der nicht ich bin. Also anstelle von. Und wir wissen, dass der Antichristus, der Prophet, der ist anstelle, nicht anti, sondern anstelle von, aber natürlich ist auch gegen der Wahrheit, also ist auch anti. Und das dürfen wir nicht missachten. Und als Jesus da hier über Empörungen und Kriege spricht und Nation gegen Nationen und Hungersnöte und Seuchen, Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird geben, da spricht er aber von unserer Zeit, bevor die 70. Jahrwoche anfängt. Merkt ihr das? Er sagt hier im Vers 12, vor diesem allen, aber werden sie ihre Hände an euch legen. Und hier in Lukas 20 sagt Jesus, was auf den 12 Aposteln zukommt. Dass sie vor der Synagoge geworfen, in den Statthalter geführt werden, um meines Namens willen. Ab der Geburt Jesus geht alles um Namen Jesus willen. Auch unsere Errettung. Alles in diesen Namen. Und deswegen mischen viele, weil sie missachten die Berufung. Grundlegende Worte des Evangeliums missachten sie. Und das führt euch in die Irre. Weil ihr hört lieber auf das, was man euch sagt, als das auf das Wort Gottes zu schauen, in Gebet zu bitten um Erleuchtung. Es sollen nicht meine Ideale sein, sondern es sollen die Werte des Wortes Gottes sein. Es ist nicht mein Gewinn, meine liebe Brüder und Geschwister, sondern es soll euer Gewinn sein. Weil eure Befestigung ist mein Gewinn. Euer Heil ist mein Gewinn. Nicht hier auf der Erde, sondern dort im Himmel, wo ich hingehen werde. Nicht nur möchte, sondern werde. Und deswegen rede ich sehr viel und vielleicht ist es für euch manchmal lästig. Aber nehmt es als Ermahnung, wacht auf, denkt über nach, betet dafür. Weil Gott ist gnädig und mächtig, bis die Gnadezeit nicht vorbei ist. Und er sagt, Jesus, es kommt die Zeit, ihr werdet vor der Statthalter geschmissen werden, aber ihr solltet keine Angst haben, weil die Haare auf der Haupt und nicht ein Haar von euren Haupt wird verloren gehen. Das heißt, Gott wird sorgen für euch. Das steht fest. Aber er sagt etwas, in Vers 20, gewinnt eure Seele durch euer Ausharren.
Warum schreibt er nicht hier, wie Paulus sagt, in erster Reihe beharrt im Glauben? Weil die Aposteln sind Aposteln der Zeugnis Jesus, die durch Werke erlöst werden. Und darüber habe ich schon mal gesprochen. Unterscheidet Hebräer oder Apostel Paulus, wenn er über Abraham spricht und Judas? Judas spricht deutlich. Abraham glaubte und er wurde errettet aus Werken. Aber es ist die Tatsache, viele wissen es besser als das Wort Gottes, leider. Und ich hoffe dennoch, dass ihr nachdenkt drüber. Durch Ausharren. Und dieses Ausharren wird benötigt in der 70. Jahrwoche ganz arg. Um des Namens Jesus Christus willen. In dieser Zeit des Bedrängnisses muss und wird Ausharren verlangt, weil es wird nicht leicht sein. Ihr sollt nicht denken, dass wir heute kein Drangsal und kein Trübsal haben. Paulus selbst sagte, dass wir haben Trübsal wegen des Evangeliums willen. Wir haben auch Drangsal, wir haben auch Versuchungen auf geistlicher Ebene. Und es sind auch heute Christen, die verfolgt werden, getötet werden und so weiter. So. Und er sagt deutlich, ihr sollt nicht nachdenken, was ihr sagen sollt, weil es wird euch das gegeben. Er sagt ihnen, was auf die 12 Aposteln zukommt. Und es ist interessant, dass in beiden Fällen, auch in Matthäus 24, auch in Lukas, wird bei der Zerstörung, Israels in dem Sinne, in Matthäus 24, das Aufstieg des Antichristen in den Heiligtum rein und Verunreinigung des Heiligtums, und hier bei der Zerstörung des Israels sagt Jesus dasselbe. Und zwar, wenn ihr aber sieht von Herrschern umzingelt, also Jerusalem von Herrschern umzingelt, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Juda auf die Berge fliehen und in seiner Mitte sind, daraus entweichen und die auf der Land sind, nicht dorthin gehen. Also er warnt schon 70 Jahre voraus, wenn ihr seht, dass ihr Jerusalem umzingelt seid, dann flieht auf den Berg, genauso wie in der Zeit des Antichristen wird sein. Das Zufluchtsort Israels waren dieses Berg. Und Jesus ermahnt sie und er lässt sie nicht in Unwissenheit. Wer Ohren hat, der höre. Und auch damals sind nur diejenigen errettet gewesen, die das Wort gelesen haben und auf das geachtet haben. Es werden viele heute auch überrascht, wenn Jesus kommt und die Entrückung passiert. Warum bin ich nicht dabei? Weil ich das Evangelium Paulus nicht ernst genommen habe. Ich bin abgewichen davon, anderen Evangelium nachgelaufen. Gut. Das ist ein Thema für sich. Und Jesus spricht von dieser Zeit der Verwerfung Israels. So, in Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Er sagt jetzt nicht genau, aber die Juden wissen, dass Propheten vorhergesagt haben.
Und es wird sich erfüllen, wie Gott über seine Propheten gesagt haben. Und das ist auch eine Erfüllung des biblischen Wertes. Wo keiner sagen kann, es gibt keinen Gott, weil sein Wort hat sich erfüllt, wie er gesagt hat, und genau zeitlich. Nicht früher, nicht später, sondern in gegebene Zeit. Und er sagt auch hier, wehe aber den Schwangeren und Stillenden an jenen Tagen. Aber da sagt er nicht, betet, dass es am Sabbat kommt und am Winter, weil hier gibt es kein Sabbat mehr. Israel ist vernichtet. Es wird dann kein Sabbat mehr geben. Denn große Not wird über dem Land sein und Zorn über diesem Volk. Über diesem Volk. Das Zorn Gottes für die Verwerfung ihren Messias, ihren Gottes, wird die Erfüllung der Prophezeiungen, die schon vor Jahren vorausgesagt worden ist. Und dann schreibt er, sagt er weiter, und sie werden fallen durch die Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Wie lange? Das sagt Jesus genau, die Zeiten. Bis die Zeiten der Nation erfüllt sein werden. Hier spricht er über das Geheimnis des Leibes, aber auch geheim. Er sagt nur, dass die Zahl der Nationen erfüllt sein muss. Hier spricht er nicht über Israel, über Juden, sondern über Nationen. Und wenn wir auf Apostel Paulus achten, Paulus redet deutlich davon, dass in Christus kein Jude gibt und kein Grieche. Das heißt, dass Israel zu den Nationen gehört, weil es kein Israel mehr gibt. Und die haben die Möglichkeit, in diesen Zahl der Nationen integriert zu sein und errettet zu werden, genau wie du und ich. Und wenn diese Zahl der Nationen erfüllt ist, dann sagt, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Meereswogen, während diese Menschen verschmachen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und meine Lieben, denkt mal nach. Jesus offenbart Zeichen im Himmel, Zeichen in Sonne, Mond und Sterne. Wir haben am 23. September voriges Jahres solch ein Zeichen, Offenbarung 12. Wir haben die Mondtetraden an alle an Feste der jüdischen Volkes. Und wir sehen laut Hosea auch, dass Israel in diesem 2000. Jahr belebt worden ist, aber er ist noch nicht aufgerichtet, erst am dritten Tag, wenn die 70. Jahrwoche anfängt. Dann ist die Zeit der Nationen zu Ende. Und das sagt Jesus bei Lukas. Und ich bin sehr dankbar dafür. Weil wir können anhand dieser Aussagen uns orientieren. Deswegen sagt Paulus in Thessaloniker 1, Thessaloniker 5, dass wir sind nicht Kinder des Finsternis. Und meine Lieben, vergesst nicht, dass der Geist Gottes in uns wohnt.
Das darf man nicht vergessen. Man predigt über Gnade und man hält sich an Gesetz. Man sagt, der Geist Gottes wohnt in mir, wirkt in mir, aber ich muss mich heiligen, ich muss Werke bringen. Es passt alles so nicht zusammen. Man liest Paulus und verwerft seine Worte. Man hört das, was Jesus Christus uns durch seinen Apostel extra berufen worden ist für uns, für die Nationen. Verwerfen wir es einfach. Und versuchen zu spekulieren, zum Nachdenken, zum Warum? Die Botschaft Paulus ist so einfach. Und eindeutig, das ist nicht zehndeutig, eindeutig, klar, ganz klar. Ab Vers 25 ist die Erlösung Israels. Wieder. Also es werden Zeichen an der Sonne, Mond und Sterne und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit. Seht ihr nicht, in welcher Ratlosigkeit heute die Welt lebt? Deswegen braucht der Antichrist Auftritt. In Lukas hier spricht Jesus von der Anfang der Verwerfung bis zu der Anfang der 70. Jahrwoche. Und in Matthäus von Anfang der 70. Jahrwoche bis zu Ende der 70. Jahrwoche. Und natürlich, wir mischen gerne die beiden und versuchen da Auslegungen zu machen, weil wir erstmal das Evangelium Paulus verwerfen und die Zeiten vermischen. Es wird Ratlosigkeit bei brausenden Meer und Wasserwogen. Das sind die Nationen. Und während die Menschen verschmachen vor Furcht und Erwartung der Dinge, was meint ihr, in welcher Angst leben heute oft die Menschen wegen dem Ende der Welt, die so auch nicht kommen wird? Es wird so kommen, wie die Bibel es sagt. Aber wer achtet schon auf das Wort Gottes heute? Man achtet lieber auf die Wissenschaft. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken mit Macht und Herrlichkeit. Da geht schon Jesus auf das Ende der 70. Jahrwoche, wo Jesus sichtbar kommt, und das ist nicht die Entrückung. Er wird sichtbar kommen und es ist hier: Erhebt eure Häupter empor. Er spricht hier nicht über die Nationen, sondern an den jüdischen Volk, an den Aposteln. Weil da ist die Erlösung Israels gekommen. Weil wenn Jesus kommt, kommt das neue Israel auf die Erde. Es ist nicht die Entrückung hier beschrieben. Täuscht euch nicht. Der Sohn des Menschen erwarten wir nicht. Das ist das Problem heute. Wir warten den Christus. Wir warten unserem Haupt. Wir warten auf unser Bräutigam. Wir warten nicht ein Sohn des Menschen oder ein anderer Herrscher, sondern unser Erlöser, unser Haupt erwarten wir jetzt, dass er zu uns bringt, weil, liest doch die Briefe Paulus, er sagt deutlich,
deutlich, wir sind auferweckt mit Christus schon in dem Moment, wo du an ihn glaubst und annimmst, sein Tod identifizierst. Prüfe dich heute, wo du stehst, und lasst euch da nicht verführen. Und kurz danach sagte er und sprach ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr das es seht, dass der Sommer schon nahe ist. Wenn der Feigebaum blüht, und wir wissen, dass das Feigebaum über Israel die Rede ist, am zweiten Tag, Hosea 6 wieder, belebt er uns. Aber am dritten Tag richtet er uns auf. Wir haben jetzt 70 Jahre Israel. 70 nach Christus Zerstörung und jetzt 70 Jahre Israel. Der Feigenbaum ist am Blühen. Er bringt Knospen und es ist sichtbar. Nicht nur für die Apostel, aber meine Lieben, die Apostel haben das auch nicht sehen können mehr, weil sie sind gestorben. Sie sind durch Martyrium getötet worden. Und vielleicht erinnert euch, als Jesus gesagt hat: Was geht euch an das an, wenn ich will, dass der bleibt, bis er das Kommen des Menschensohns sieht. Das war über Johannes, der hat es auch gesehen. Aber er ist nicht da, er lebt er nicht da, bis er kommt, sondern er hat es gesehen. Johannes war der Einzige, der die Offenbarung der 70. Jahrwoche erhalten hat. Und das ist die Offenbarung der 70. Jahrwoche und nicht der Gnadezeit. Wacht auf, meine Lieben. Ich dachte, es ist wichtig, auch über Lukas zu sprechen. Beide spricht über genaue Zeitabschnitt und beide sind sehr wichtig für uns. Aber lasst euch von anderen Evangelien nicht verführen. Bleibt bitte an das Wort, was in der Neue Bund uns gegeben worden ist, durch die Berufung unseren Aposteln der Nationen. Und jetzt sind Nationen Israel, Griechenland, Deutschland, alles, was auf der Erdoberfläche gibt. Araber bis Türken, Muslime, alles sind Nationen. Und Israel ist belebt worden, vergisst es nicht, vergisst und sieht auch nicht die deutlichen Zeichen unserer Zeit. Es ist die Zeit zum Gehen, liebe Brüder. Also Kopf hoch, denn eure Erlösung, also unsere Erlösung in den Sinn, und unsere Erlösung ist es nicht, sondern unsere Verwandlung ist es. Wir sind schon erlöst. Wir brauchen nicht erlöst werden nochmal. Wir brauchen nicht mehr befreit sein, wir sind erlöst. Paulus sagt es deutlich. Liest doch mal nach. Wir sind schon in Christus erlöst. Wir sind schon in Christus rein. Wir sind das Tempel Gottes. Wir sind Glieder in Leib Christi. Und wir warten nur die Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht irreführen. Haltet fest an euren Glauben. Gott sei gepriesen in allen.
Ich danke euch für Zuhören. Und schreibt ruhig in den Kommentaren euch eure Gedanken auch. Gott sei gepriesen, weil die Zeit, unsere Zeit, ist gekommen zu gehen.